Willkommen zu Folge 241, immer noch heute am Ostermontag. Ich habe mir gedacht, Doppelfolge ist angesagt. Und ich fahre jetzt hier den F1 GT von Yannis Grigstar. Und diesmal fahren wir wieder vernünftig. Zumindest war der Plan, vernünftig zu fahren. Und wir fahren auch im normalen Rennen. Wow! Ich kann keinen mehr, ich kann keinen Rahmen mehr, ich werde davon weggedrängt. Echt? Ja. Okay, ich wurde gerade weggeschubst. Wow! Das ist natürlich jetzt so, dass ich keinen Rahmen darf. Aus dem Weg! Oh, ich war so schön weit vorne. Oh, naja, wurde ich wieder beschleunigt. Na gut, dann halt nicht. Dann fliegt irgendwer. Entschuldigung. Der rote Baron. Oh, ab, Tony. Der blaue Baron. Wow, ich darf keinen Rahmen. Warum nicht? Keine Ahnung, mich haut sie irgendwie weg. Ich steuere ja gerade gar nichts. Wow. Okay. Also wird das nichts mit besser werden. Pass auf, ich näher mich dir jetzt gleich. Warte, das kann ich dir zeigen, dass ich weggedrückt werde. Ich lenke nicht, gar nichts. Wenn man in der Gerade kommen würde. Huch. Geh weg. Meiner lenkt von selbst. Das ist voll cool. Also wenn ich den Gegner mich nähere. Mhm. So wie zu dem Thema vernünftig fahren. Ja, war ein guter Plan. Komm. Bist du jetzt über die Klippe geflogen? Nee. Doch. Du bist übrigens immer noch rot. Ich darf mich dir nicht nähern. Schau, der lenkt mich immer weg, wenn ich mich nicht nähere. Aha. Wurdest du wohl nicht so doll weggelenkt, oder? Nee, weil ich gesprungen bin. Dann kommst du nicht ins Ziel. What? Yes! Ja, angefangen hat's damit, weil Toini mich rausgedrückt hat. Ich war so gut unterwegs und dann ab da ging's nur bergab. Guck mal, wir haben Inder dabei. Ja, war ein super Anfang. Rennen Nummer 2, schon wieder Kalifornien. Wir fahren jetzt in die andere Richtung zurück. Woo! Der rote Baron ist hinter mir immer noch. Ja, fängt super an. Danke. Wow, der hat mich rausgedenkt. Was war das denn? Vor allem, er fliegt die Klippe runter, ich resette mich, er wird irgendwie 20, 30 Meter vor mir resettet. Super geil. Oh, wow. Purzelbäumchen. Ja, wenn der mich weglenkt, das ist unfair. Ach, richtig. Das eine Hindernis hat, wenn die Gegner schräg stehen, weicht der übelst gut aus. Mhm. Boah, Alter. Eichhörnchen. Waschbär. Nee, das ist auf einer anderen Stelle, wo der Waschbär rumläuft, oder? Keine Ahnung, ich glaube, das wechselt sogar manchmal. Manchmal ist es auch ein Hase. Also ich glaube, das war gerade ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Platz gewonnen. Im Moment ist es sehr ruhig bei mir. Ja. Hälfte geschafft. Ich kann man an euch nicht fahren. Oh, hier geht's gerade ab. Noch einen Platz gut gemacht. Heatwave 999. Ist ein bisschen langsam mit seinem Chevrolet Cruze. Ah, oh, Drecksmauer.
Und sauber vorbei. Hui. Hau ab. Kommt davon. Tja, wow. Über die Brücke. Vor allem nimmt dann den Skarsack, wenn ich mich auch noch mehr, weil das ist ja noch mehr unfairer. Boing, ne? Wem? Was? Mir wird das Gas weggenommen, wenn ich mich den Gegner nähere. Achso. Das ist ja auch super, dann kannst du ja keinen überholen. What the fuck? Meiner macht das Slalom rechts, links, links, rechts, links, rechts, links und ab die Bande und ab den Berg hoch. Sehr gut. Da kann man nicht orange werden, wenn man dauerhaft den Berg hoch fliegt. Doch, aber du crashst ja nicht mit anderen. Wenn du den Berg hoch fliegst. Orange, okay. Jetzt kannst du wieder normal fahren. Ja. Ah, schön. Es geht bergauf. Oh, guck mal da rechts am Rand, Zwillinge. Rennen Nummer 3 in Paris mit dem E30 Sport Evo von Spielekrache. Und wir sind beide orange. Oh. Na, so wird das doch nix. Dritter. Sechster. Zweiter. Fünfter. Und wir haben eine Wette laufen übrigens, wer zuerst wieder grün oder weiß wird. Mal gucken, wer es schafft. So, vierter. Erster. Dritter. Runde 2. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Musst du nur noch Zweiter werden. Ja, es könnte klappen demnächst. Ja, du hast gerade Wall Sliding gemacht. Ja, ich bin ein bisschen rausgerutscht. Also absichtlich war das auf jeden Fall nicht. Wundert mich, dass wir mit unseren unterpowerten Autos so weit vorne sind. Ich meine BMW E30, 300 ZX, auch Nissan Fairlady X genannt. Fairlady Z. Fairlady Z ist so scheißegal. Krübel-Kacker-Modus aktiviert. Ich meine, die zwei Kisten sind Erster und Dritter. Zweiter. Erster und Zweiter. Okay. Nein, ich bleib in der Sonne hängen. Oh, bitte. Nein, ich bleib in der Mauer hängen. Ja, voll mich. Ich setze mich sofort. Bin jetzt Vierter. 50 Meter hinter den anderen. Ja, die waren dicht hinter dir. Ah, ärgerlich. Bestzeit. Ja, ich bin auch auf der falschen Spur gefahren. Aus dem Weg. So, Dritter. Du musst immer die linke nehmen. Ja, ich hatte nur eine blöde Linie vorher. Die eigentlich für die Kurve super war, aber danach habe ich nicht weiter gedacht, dass ich da auf die linke Seite muss.
Den habe ich nicht weggehauen, da hat sich weggedreht. Oh. Oh, er fährt sogar fair, sehr gut. Zweiter. Du hast wahrscheinlich mitgekriegt haben, oh, die versuchen sich zu verbessern, dass sie wieder grün werden. Lassen wir es dir doch mal vor. Ja, bestimmt. Wetten, da auch ich jetzt raus. Würde mich nicht wundern. Naja, er fährt innen vorbei. Er hat auch ein bisschen mehr Power. Und ein bisschen. Oh, nicht am Zaun hängen geblieben, Gott sei Dank. Zaun des Todes. So, jetzt schön dran denken, linke Spur. Boah, wie schön vorbeigedriftet. Jawohl, lieber Gottlike, lieber schön. Lieber sehr, 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 sehr schön. Ja, jetzt habe ich es auch angekriegt. Oh, 1,15, nee, 1,16, schade. Da ist noch mehr drin, da geht doch 1,10. 6 Sekunden kitzel ich noch raus. 1,16, 7, 4. Scheiße, schon wieder einer dicht hinter mir. Muss hoffen, dass er die nächste Kurve verkackt. Ja, leider nicht. Dann eben die übernächste. Ich gebe immer mehr Achtung zum zweiten. Das ist gut. Ja, der hat einen Camaro und ich habe einen Nissan, also da muss ich zum Denken geben, warum ich so wegziehe. So, der andere klebt mir ziemlich dicht im Nacken. Der System. Wow. Mal gucken. Boing. Er ist eigentlich in die Mauer genagelt, aber scheinbar kann er weiterfahren. Aber ich habe den Abstand, also die Position erstmal gehalten. Jetzt ist er neben mir. 1,14. Wuhu. Ich bin in Gelb. Jawohl. Oh, fast noch Zweiter geworden. Aber bist auch Gelb. Mist. Die liegen gleich auf. Das geht schon nicht. Wie furchtbar. Und ich müsste eigentlich die bessere Rundenzeit haben, oder? Nein, der Vierte. Was? 1,13, irgendwas. Aber ich bin knapp dran, ja. 0,7, ja. Das mit der Kiste, ja. Ach ja, das war ein schönes Rennen. Ja, ging. War okay.